befinden. Und sehr, sehr offensiv das Spiel von Tommy Haas. Also im Moment kann man das Spiel ganz gut lesen, sobald es Tommy Haas ist, der hier das Tempo angibt. Sieht das gut für den Deutschen aus? Satzball Nummer 3. Jetzt muss Hewitt laufen, das ist gut so. Tommy Haas kann das Tempo bestimmen. Komm ran. Eieiei, das ist ein wenig verschenkt, meine Damen und Herren. Es ist so schlecht, was ich spiele. Sie hören das über unsere Außenmikrofone. Muss sich jetzt zusammennehmen, dass er sich nicht eine Verwarnung einfängt. War die gleiche Scheiße. Ich habe keinen Bock auf die gleiche Scheiße. Da kommt das. Ich fix mir schon. Ich will direkt spielen. Ich will den Ball ins Feld und das war's. Immer das Gleiche. Was zu Ende.
Ich glaube, der Ball ist ausgegeben worden. Der Linienrichter hat den Ball gut gesehen. Jawohl, Grigliotti, der italienische Schiedsrichter, sagt, der Ball ist im Aus gewesen. Minuten gespielt, aus einem 0:5 Rückstand hat er hier ein 5:5 gemacht und da gibt es eigentlich kein Vertun. Das ist nicht etwa die großartige Leistung des Australiers gewesen, es ist ganz einfach das schlechte Spiel des Tommy Haas, das hier für den Ausgleich gesorgt hat. Und Tommy Haas registriert jetzt erst, dass er beim ersten Ballwechsel überruht wurde, überstimmt wurde. Der hat das gar nicht mitbekommen mit dem Schmetterball, dass sein Schmetterball im Aus war. Jetzt fragst du nach. Das gibt's ja gar nicht. Hast du mich etwa überstimmt? Hast du den Linienrichter überstimmt? Hat das gar nicht mitbekommen, Tommy Haas. Er zeigt das Emilio Grigliotti an, aber zu, der Ball war so ein Stück aus. Höchst interessante Situation. Tommy Haas hat einen ganz anderen Spielstand hier in Erwägung gezogen. Auf einmal steht es 5-5 und das Publikum ist voll dabei. Mein Gott, hat Tommy Haas das Ding hier rausgelassen. Nun kommt es nur darauf an, aufzupassen und sich zusammenzunehmen. Jegliche Diskutiererei mit dem Schiedsrichter bringt nun wirklich überhaupt nichts mehr. Es lag an Haas ganz allein. Respekt vor der kämpferischen Einstellung des 19-Jährigen, der auch beim 0:5 überhaupt nicht zurücksteckte. Und da gewinnt er den ersten Satz und die typische Attitüde des 19-Jährigen mit seinem Come on zum 5. Mal am heutigen Tag, konnten wir dies hören, eine einzige Enttäuschung. Der Verlauf dieses Satzes aus der Sicht von Tommy Haas, der jetzt erst einmal den Center Court verlässt. Und dies gibt uns Zeit genug, einmal ganz schnell runterzuschalten zu Klaus Lufen, der, so glaube ich, bei Nicolas Kiefer steht.